Hallo und herzlich willkommen im Wald. Euch wird aufgefallen sein, ich habe fast 1000 Abonnenten. Vielleicht habe ich auch schon die 1000, das weiß ich jetzt nicht, wo ich das hier drehe. Es gibt so ein paar Sachen, die mich jetzt an dieser Sache tierisch freuen. Das ist jetzt gar nicht so sehr die Zahl 1000. Das ist nämlich auch nur einer mehr als 999. Also ich will jetzt nicht so direkt eben 1000 feiern, sondern mehr, ihr seid viele und unter euch gibt es viele, bei denen mir das Abo echt viel bedeutet. Und das sind die Mehrheit, weil die allermeisten meiner Abonnenten sind so irgendwas in meinem Alter, bis ein bisschen älter, bis noch ein bisschen mehr älter. Und das macht mich wahnsinnig froh, dass meine Abonnenten eben nicht irgendwelche kleinen blöden Kiddies sind. Entschuldigung, das blöd war böse. Die sich vorzugsweise auch noch Schminkvideos angucken, neben dem Zeug, was ich über den Wald erzähle. Und ich bin mir sehr sicher, dass das bei euch, die ihr mich abonniert habt, nicht der Fall sein wird. Schon allein deswegen, weil ihr 94% Männer seid. Auch das finde ich irgendwie cool, dass wir hier, wir Männer, mehr fast unter uns sind. Die paar Spionagefrauen sind natürlich auch herzlich willkommen, selbstverständlich, nee, wirklich. Das macht mir alles andere als was aus. Ich finde das toll, dass auch ein paar Frauen sich dafür interessieren. Hätte ja eigentlich 100% männliche Zuschauer, hätte mich nicht geringsten überrascht. Dann könnte ich allerdings noch besser Frauenwitze machen. Nein. Also das ist alles wunderbar, so wie es ist. Und das freut mich tierisch. Zweite Sache, die mich wahnsinnig freut. Mittlerweile gibt es auch richtig viele von euch, die mein Zeug regelmäßig angucken. Also wenn ich was Neues hochlade, dann dauert es nicht lange. Die letzten Wochen, dann hat das auch schon so die 100, 200 und dann auch bald die 300 Aufrufe. Und da gehe ich halt schon schwer davon aus, dass das auch viele von denen, die das eben aufrufen so früh, auch Abonnenten sind, die vielleicht schon fast so ein kleines bisschen sich darauf freuen, dass Samstag wird und der Ben wieder was Neues hochlädt. Und das ist einfach großartig. Also das gibt mir wirklich Glücksgefühle, muss man fast schon sagen. Also da bin ich wirklich begeistert. Das ist großartig. Insgesamt bin ich auch überhaupt super glücklich davon, dass es einfach jetzt, dass ihr schon so viele seid und dass ich auch bald fast 100.000 Aufrufe habe. Hätte ich das alles monetär irgendwie zu Geld gemacht, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich sogar schon mal die erste Auszahlung von YouTube gekriegt. Theoretisch habe ich nicht vor, es ist mir aktuell noch zu klein. Wenn ich mal wirklich riesengroß werde, da kann ich jetzt auch nicht lügen, wenn es dann wirklich mal um Geldmengen geht, die ich gebrauchen kann. Dann würde ich schon drüber nachdenken, ob ich euch Werbung antue. Aber das ist noch in weiter Ferne. Also da brauchen wir jetzt erstmal gar nicht dran denken. Ja, und wenn ich euch Werbung antue, dann natürlich nur Werbung im Sinne von hier unten steht was und vor dem Video kommt halt eben dieser nach 5 Sekunden weg, Klick, Clip. Was anderes nicht. Also ich mache jetzt bestimmt kein Product Placement oder irgendwelche Amazon Affiliate Links oder wie die heißen und ne, kommt mir gar nicht, ne, nix da. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich fühle mich so ein ganz kleines bisschen paradox, wenn ich jetzt zu sehr euch danke, weil ich meine, ihr guckt mir ja freiwillig zu und ihr kriegt ja dafür auch was, nämlich das, was ihr euch hier anguckt. Und ich bin so selbstbewusst, dass ich weiß, dass meine Videos nicht die allerschlechtesten sind und zumindest vom Informationsgehalt her, gibt es, glaube ich, auf YouTube nicht so viel, dass so viel Infos und so detailliert ist, wie das, was ich so euch erzähle, bei aller Bescheidenheit. Das ist mir dann schon irgendwo bewusst. Trotzdem, dass das überhaupt jemanden interessiert, das finde ich nach wie vor faszinierend. Und dass es mittlerweile 1000 Leute mindestens potenziell interessiert, das finde ich noch faszinierender. Und dafür ziehe ich jetzt meinen Hut vor euch. Dankeschön. nee, nix da. So, was habe ich jetzt vor? Da muss ich jetzt erstmal einen Schnitt machen. Gut, nachdem ich jetzt einen Schnitt gemacht habe, kann ich euch jetzt erzählen, dass ich vor dem, was jetzt kommt, scheiße Angst habe. Weil, wenn das nämlich keiner Bock drauf hat, dann gehe ich in den Wald und weine. Weil das wäre schon... Würde mich ärgern, ganz ehrlich. Man soll ja ehrlich sein. Wenn da jetzt allerdings ganz viele drauf Bock haben, dann gehe ich auch in den Wald und springe ums Feuer und...
Ja, irgendwie sowas. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also seid gnädig mit mir und wenn ihr Lust habt, ihr seid herzlich eingeladen. Wozu? Eine kleine Wanderung würde ich gerne mit euch unternehmen. Es ist vom Organisationsaufwand her nicht anders möglich, als dass ich euch jetzt quasi fix sage am so und so vielten, nämlich am 10. bis 11. Oktober, also Samstag auf Sonntag. Samstagmorgens geht's los, Sonntag, naja, wie wir Bock haben. Wahrscheinlich wird es eher späterer Mittag, bis wir wieder zurück in der Zivilisation sind und wieder den Heimweg antreten. Vielleicht wird es auch früher Nachmittag und da müssen wir einfach mal gucken, wie wir drauf sind. Oder wer halt bleiben will, der bleibt halt bis zum Abend. Gucken wir mal, wie das dann läuft. Kommt natürlich auch darauf an, wie viel wir schlafen werden. Ich vermute mal nicht allzu viel, wenn wir dann noch Bock haben, am Lagerfeuer noch ewig lang über Bushcraft und den Wald und die Natur und Umweltpolitik, gerne auch das oder sonst was oder unsere daheimgelassenen Frauen oder was auch immer zu diskutieren, dann können wir das ja gerne alles tun. Ich komme total durcheinander, wenn ich jetzt das irgendwie konfus durcheinander labere. Deshalb versuche ich das jetzt mal in sturer chronologischer Reihenfolge. Information 1. Ihr findet den Ort, wo das Ganze stattfinden soll, in der Videobeschreibung. Und da findet ihr noch so ein paar Hintergrundinfos eben zum Termin und wie das ungefähr ablaufen soll. Nochmal zum Nachlesen. Das könnt ihr also alles da nachlesen. Deshalb, jetzt wiederhole ich mich auch noch. deshalb steht das, sage ich euch das jetzt nicht so ganz ausführlich. So, was ich euch hingegen sage, ist der Ablauf. Wie soll das Ganze ablaufen? Wir treffen uns mit unserer eigenen Ausrüstung, mit was zu essen für unterwegs und einem Frühstück. Und natürlich halt Übernachtungszubehör, was ihr sonst noch an Ausrüstung mitschleppen wollt, um es den anderen zu zeigen vielleicht. Treffen wir uns am Treffpunkt, wo der ist, erfahrt ihr dann schon noch, wenn ihr dann sagt, dass ihr mit wollt. Das weiß ich auch selber nicht so hundertprozentig, wo der genau sein soll. Das kriegen wir alles auf die Reihe, keine Sorge. Es ist auch nicht das erste Mal, dass ich sowas organisiere. Also ich habe da schon ein bisschen Erfahrung mit. Wird also nicht allzu konfus. Und ja, dann laufen wir los. Es ist so, dass die Strecke insgesamt so um die 20 Kilometer sein wird. Man kann nicht so genau sagen, wie weit man laufen muss, bis man zum Startpunkt der offiziellen Etappe kommt. Und man kann auch, ja doch, das kann man ziemlich genau sagen, wie weit man laufen muss vom Endpunkt der offiziellen Etappe bis zu diesem Trekkinglagerplatz, auf den wir wollen. Aber alles der Reihe nach. Wir werden so dann schätzungsweise 20 Kilometer unterwegs sein, wenn ihr die ganze Strecke laufen wollt. Wenn ihr das nicht wollt, dann habt ihr auch die Möglichkeit bei Kilometer 6 bis 8, so ganz grob, ich weiß nicht exakt, wie das jetzt gerade abläuft, noch zusätzlich einzusteigen, wenn es euch primär um die Übernachtung geht und ihr vorher lieber nur einen kleinen, ja, dann ja eigentlich nur eine kleine Wanderung oder schon einen Spaziergang, je nach persönlicher Mentalität, haben wollt, dann könnt ihr da gerne später noch einsteigen, dann sage ich euch dann noch, wo genau, und das klären wir dann alles, wenn wir wissen, wenn ich weiß, wer von euch überhaupt mit will oder ob wer mit will und wie viele mit wollen, und das sehen wir dann. Aber wir werden einfach eine Runde wandern gehen und das Ganze ist insofern anders als Wanderungen, die ihr gewohnt seid, dass es passieren kann, dass ich halt unterwegs die ganze Zeit am Schnabbeln bin und alles erkläre, was unterwegs so irgendwie auftaucht, beziehungsweise alle Fragen beantworten werde, die ihr unterwegs zum Wald habt. Und das ist insofern anders als in meinen Videos, dass ich natürlich auch einfach direkt auf Fragen eingehen kann und dass wir diskutieren können und ihr könnt direkt nachfragen bei dem, was ich so erzähle, und es wird halt eben kein Monolog, sondern ein Dialog, und darauf hätte ich auch tierisch Bock mal zwischendurch. Also bei all diesen ganzen Monologen, die ich hier immer führe, die wöchentlichen Monologe, ich hätte tierisch Bock mal richtig auf einen Dialog, dass sie dann direkt, oh Ben, jetzt erzählst du aber Schwachsinn, oder oh Ben, jetzt weich vom Thema ab, komm zurück zum Punkt oder irgendwie sowas, da hätte ich enorm Bock drauf, da würdet ihr mir auch richtig helfen. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach noch weiter zu lernen, wie man denn besser spricht und wie man besser den Wald erklärt, dann wäre das die Gelegenheit, dass ich von euch einfach mal ein bisschen Feedback bekomme, und zwar eben direkt, nicht nur als Kommentar, das ist super, ich schreibe ja tolle Kommentare, aber das wird mir tierisch gefallen.
Aus rechtlichen Gründen ist das aber keine geführte Wanderung oder irgendwas oder eine geführte Trekkingtour oder sonst was, weil sobald ich sowas mache, könnte es passieren, dass das Finanzamt bei mir klingelt und fragt, wann ich mich denn gedenke, jetzt bitteschön als selbstständig bei denen anzumelden. Weil sobald ich sowas mache, kann man mir das quasi als Berufsausübung auslegen. Das Einzige, was ich nämlich tun müsste, um quasi ein Waldführer zu sein oder ein selbsternannter Waldexperte, der eben Führungen macht, irgend sowas, wäre wirklich, dass ich damit anfange. Rechtlich gesehen ist das der Punkt, wo man nach außen hin die Tätigkeit aufnimmt, sichtbar aufnimmt, und das wäre ja so eine Tour, wäre der Punkt, wo ich mich im Prinzip sofort beim Finanzamt melden müsste und sagen, ab sofort zahle ich auch schön brav meine Steuer und alles und so weiter und so fort, was ich daraus verdiene. Da jetzt aber kein Geld im Spiel, fast kein Geld im Spiel ist, möchte ich irgendwie einfach vermeiden, dass das Finanzamt den Eindruck bekommt, das sei eine Waldführung. Wir sind Privatpersonen, die einfach nur Bock haben, zusammen wandern zu gehen, und ich kümmere mich um die Organisation, weil das irgendwer machen muss. Mehr ist es nicht. Und wenn ich dann unterwegs halt eben so tue, als ob ich ein Waldführer wäre, und dann muss das Finanzamt das ja nicht so genau wissen. Zumal solange kein Geld oder fast kein Geld im Spiel ist, ist das ja alles nicht so dramatisch. Hoffe ich. So, wir sind dann da jedenfalls am Laufen. Und da kommen wir kurz auf das Geld zu sprechen, dann haben wir es hinter uns. Ich wäre euch dankbar für einen 5 Euro Umkostenbeitrag, weil diesen Trekkingplatz buchen, dazu komme ich gleich, kostet pro Platz 10 Euro, sind 30 Euro durch 9, sind 3,33 Euro pro Person. Und das Abendessen würde ich sponsern, und ein kleiner Umkostenbeitrag von 1,33 Euro pro Person ist hoffentlich nicht allzu übertrieben, zumal dann der runde Betrag von 5 Euro rauskommt. Und eigentlich 4,99 Euro. Egal. Also 5 Euro wären super, weil die kann man gut mitnehmen. Die wiegen auch nichts im Rucksack. Also das ist das ideale Reisegepäck. Von daher, um den kleinen Umkostenbeitrag würde ich euch einfach bitten. Das wäre lieb. So, wir sind dann da am Laufen, und wir kommen dann irgendwann an dem Punkt an, wo dann die Action, also Laufen ist ja auch schon irgendwo Action, aber dann kommen wir jedenfalls zu dem Punkt, wo wir ungefähr wissen, wo wir abbiegen müssen und ungefähr eine ganz grobe Karte haben, wo draufsteht, wo dieses Trekkingcamp zu finden ist. Es gibt auch exakte GPS-Koordinaten, aber das wäre zu einfach. Wir suchen da schön. Und demzufolge wird das dann so ein bisschen actionmäßig. Wahrscheinlich ist es bis dahin dann auch schon so ein bisschen dunkel. Wenn wir dann das Glück haben und es regnet auch noch, haben wir so richtig schön Action und so richtig schön müde, erschöpft durch den nassen Wald stapfen und verzweifelt den Lagerplatz suchen, der irgendwo sein kann. Vielleicht weicht uns unterwegs noch die Skizze auf und wir müssen den Wald quasi Hektar für Hektar absuchen und uns aufteilen und kriegen alle Panik und finden im Dunkeln partout den Lagerplatz nicht. Und das wird herrlich. Also hoffe ich. Wenn wir Pech haben, finden wir den Lagerplatz auch gleich. Wäre ja langweilig. Gut. Sache ist die, dann müssen wir natürlich unser Lagerchen aufbauen. Das läuft so ab, dass wir 3 feste Plätze haben, auf die wir uns irgendwie verteilen müssen. Das heißt, wir müssten jeweils 3 Personen auf einen Platz quetschen und da in irgendeiner Form irgendeine Überdachung drüber bauen. Also entweder binden wir ein paar Baumarktplanen aneinander, jemand hat ein riesengroßes Tarp, wo 3 Leute drunter passen. Das werden wir dann alles noch abklären, wenn ich weiß, wer und ob und wie jemand mit möchte. Aber irgendwas fällt uns da sicher ein. Je abenteuerlicher, desto besser. Vielleicht können wir ja auch eine Variante für die Hardcore-Leutchen bauen, nur aus Mülltüten oder irgendwas. Also da können wir uns ja irgendwas Spannendes einfallen lassen, wie es lustig ist. Diese Trekking-Camps haben den großen Vorteil, dass man da legal zelten darf. Wenn man da ein Zelt hat, haben wir nicht. Und es gibt ein Klo. Das ist für viele Leute auch nochmal, wenn sie gerade Einsteiger, Outdoor-Begeisterte sind, ein Faktor. Ich kenne Leute, die sind schon wochenlang, die sind eine Woche und 2 Tage durch die Wildnis gelaufen, ohne mal feste Hinterlassenschaften in der Landschaft zu hinterlassen, und haben dann entsprechend, ich glaube, 1,5 Stunden auf der nächsten öffentlichen Toilette verbracht. Alles schon da gewesen. Sehr unterhaltsam. Naja, es gibt also jedenfalls ein Plumpsklo und es gibt eine Feuerstelle, und die darf man auch benutzen mit Holz aus der Umgebung. Also sprich, wir müssten dann auch noch Feuerholz sammeln, und bis wir dann abends es wirklich schaffen, dann mal irgendwas zu essen zu haben, wird es eine Weile dauern, was das Ganze meiner Meinung nach auch wieder spannender macht.
Also ich bitte darauf hinzuweisen, möchte nochmal darauf hinweisen, das Ganze ist also schon nicht unbedingt, also entweder für harte Anfänger, die zwar Anfänger sind, aber das Gefühl haben, sie sind hart, dann dürft ihr da gerne selbstverständlich sofort mit, seid ihr herzlich eingeladen. Und ansonsten ist es schon ein bisschen für Fortgeschrittene, die jetzt nicht die aller weicheiigste Weichei-Tour haben wollen. Wie gesagt, Abendessen bringe ich was mit. Wie wir das dann zubereiten, müssen wir dann sehen, ob wir mehrere Töpfe gleichzeitig aufs Feuer stellen oder ob wir einen Riesenkopftopf mittragen. Ich finde, es ist auch ein tolles Gruppenerlebnis übrigens, wenn man einen riesigen Topf hat, der in keinen Rucksack passt, den dann immer irgendwer an der Hand tragen muss und der dann halt alle paar Minuten weitergereicht wird. Das stärkt irgendwie den Gruppenzusammenhalt. Ich habe schon viele Gruppentouren gemacht und kenne mich da auch ein bisschen aus und finde dieses Gruppenerlebnis, gerade zwischendurch, wenn man sonst immer alleine im Wald ist, und ich denke, das wird bei den meisten von uns der Fall sein, ist das echt mal einfach was anderes und auch mal schön. Führt aber auch dazu, dass man natürlich so ein paar grundsätzliche Gruppenregeln so ein bisschen einhalten muss, und dann geht es halt eben nicht. Dann sind wir natürlich schon ein Team und jeder darf, es geht nicht, dass jeder sein eigenes Ding durchzieht, beziehungsweise dürft ihr natürlich trotzdem machen, aber dann seid ihr halt blöd. Entschuldigung. Und demzufolge so ein bisschen Teamfähigkeit oder der Wille zumindest, Teamfähigkeit zu üben. Wenn man es persönlich nicht gut kann, dann müssen wir halt damit üben. Dann müssen wir da irgendwie gucken, wie wir klarkommen. Das ist jetzt kein Grund, nicht mitzugehen. Also das lasse ich nicht gelten. Kann man alles lernen. Beziehungsweise das Team kann sich darauf einstellen, dass manche Teammitglieder nicht so gut teamfähig sind wie andere Teammitglieder. Das macht die Sache umso spannender. Also wenn ihr irgendwie kompliziert seid oder komisch oder seltsam, herzlich willkommen im Club übrigens. Braucht ihr noch irgendwelche technischen Informationen? Habe ich das Datum gesagt? 10. auf 11. Oktober ist leider fix. Der Ort leider auch fix. Das heißt, ihr müsstet in irgendeiner Form die Möglichkeit haben, rechtzeitig in der Pfalz zu sein, dass ihr morgens halt eben mit könnt oder halt eben dann zum später einsteigen Ort zu kommen. Das geht ja dann theoretisch auch noch. Da habt ihr dann mehr Zeit, bis ihr da sein müsst. Was ihr auch machen könntet, aber da würde ich schon sagen, da müsste ich euch ja von fast quasi umarmen. Bei so viel Interesse daran, auf Wanderung mit uns, mir und uns zu gehen. Ihr könnt natürlich am Freitag vorher auch schon da irgendwo vor Ort übernachten und seid dann am Samstagmorgen natürlich sofort da. Also je nachdem, wie ihr Zeit habt, ich will die Option ja einfach nur mal nennen. Das kann mir nicht vorstellen, dass das jemand macht. Überhaupt, dadurch, dass das Ganze fix ist vom Termin und vom Ort, glaube ich nicht, dass es allzu viele Interessierte geben wird. Und daher sind wir ja auch nur 9 Nasen, also inklusive mir, also 8 Teilnehmer. Ich bin extrem froh, wenn die 8 zusammenkommen, sollten noch mehr Interesse haben. Dann tanze ich echt im Viereck. Zurück zum Ablauf. Ich hoffe, dass wir es dann schaffen, irgendwie ein Feuer zum Laufen zu kriegen. Und was wir dann auf jeden Fall auch noch machen werden, das muss man grundsätzlich tun, wenn man mit mir unterwegs ist. Da kicke ich immer alle, die da irgendwie beteiligt sind, dass wir noch unbedingt eine Nachtwanderung machen müssen. Es gibt auch noch mal einen schönen Aussichtspunkt, vermutlich schön. Es steht zumindest so in der Karte, dass der schön sein soll. Und dann gehen wir da noch hin und gucken wir da noch mal ein bisschen in die Landschaft des Nachts. Kehren zum Lager zurück und wegen mir brauchen wir auch wirklich nicht viel zu pennen und können die ganze Nacht über was auch immer diskutieren und quatschen, und wird toll. Also wenn ihr Bock habt mitzukommen, kann ich euch garantieren, dass das toll wird. Ich habe noch nie eine schlechte solche Tour gehabt, und es ist gerade spannend, dadurch, dass man sich eben noch nicht kennt, da hat man dann jede Menge zu reden. Ihr solltet eine von 2 Qualifikationen mitbringen. Entweder ihr seid in der Lage, mir lange zuzuhören, oder ihr seid in der Lage, gegen mich anzuquatschen. Ist nicht so einfach. Dann wird das schon auf irgendwas werden. Wenn ihr allerdings mich natürlich furchtbar nervig findet, dann kommt ihr nicht auf die Idee mitzukommen. Dann habt ihr mich wahrscheinlich auch nicht abonniert. Aber sollte das der Fall sein, dann seid ihr auf jeden Fall wahrscheinlich besser beraten, wenn ihr da nicht mitgeht. Und falls ihr das Bedürfnis habt, die ganze Nacht zu singen und Gitarre zu spielen, dann hau ich auch irgendwann mal ab. Ich wurde mal auf einer einsamen Insel ausgesetzt, weil man mich am Lagerplatz nicht mehr haben wollte, weil ich die ganze Zeit rumgestänkert habe, dass zu viel gesungen und Gitarre gespielt wird. Ja, ich wurde wirklich auf einer einsamen Insel abgesetzt, war im Femundsee in Schweden. Haben sie mich mit dem Kanu zu so einer winzig kleinen Insel, so irgendwas mit ein paar Quadratmetern, rübergeschippert. Da gab es gerade mal so gerade genug Platz,
2 Bäume, 5 größere Steine und genug Platz, um zwischen den Steinen so einigermaßen eine Isomatte hinzulegen. Und habe noch einen Biwaksack gekriegt und durfte da zum ersten Mal, wohlgemerkt, ich war da, was war ich denn da, 16, durfte da zum ersten Mal so richtig krass unter freiem Himmel und das dann gleich noch in Schweden übernachten. Hat mich geprägt. Die Nacht war einprägsam. Toll, toll, toll und schlimm und einprägsam und wunderbar. Ja, muss ich noch irgendwas hinzufügen? Wir müssen auf diesen Zeltplätzen, diese ausgewiesenen Flächen, müssen wir schlafen, weil das Ganze ist ein Biosphärenreservat, das das normale Pennen im Wald verbietet. Das heißt, im normalen Wald darf man das ja, siehe dazu mein Video, aber in diesem Biosphärenreservat ist es halt eben auf den Flächen, die dafür nicht vorgesehen sind, nicht erlaubt. Und wir dürfen auch nur eine Nacht bleiben, sprich, also wer spontan beschließt, am Montag nicht arbeiten zu müssen oder ähnliches, muss trotzdem nach Hause, zumal ich dann auch zurück muss. Und ja, Feuer machen, ja, natürlich auch nur in der dafür vorgesehenen Feuerstelle, das dürfte kein Problem sein, denke ich. Wir sind ja auch alles vernünftige Menschen und wollen ja auch nicht den Wald anzünden. Das Gute ist, dadurch, dass das Ganze im Oktober ist, werden wir mit 95%iger Wahrscheinlichkeit auch wirklich ein Feuer machen können, von der Waldbrandgefahr her. Ob wir dann vom Regen her ein Feuer in Gang kriegen, das ist eine andere Frage. Da müssen wir dann halt schauen, inwiefern das was hinkriegen. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir jetzt nicht versuchen, eine Survival-Tour daraus zu machen, sondern schon ein bisschen Ausrüstung mitnehmen und vielleicht noch eine extra Plane, die wir dann potenziell über die Feuerstelle spannen können, bis das Feuer richtig brennt. Wenn das Feuer richtig brennt, dann kann es ja eh regnen, wie es will. Dann brennt es. Naja, okay, es gibt schon Regen, der kriegt das auch das beste Feuer aus, aber... Ja, das brauche ich jetzt euch alles nicht mehr erzählen. Das Video ist schon ewig lang genug. Aber ich hoffe ja, dass diejenigen, die das jetzt gucken, auch Leute sind, die potenziell Bock hätten, da mitzukommen. Ich würde mich wirklich tierisch freuen, wenn wir die 9 Leute zusammen, die 8 Leute, also 8 plus ich, wenn das funktioniert. Mehr ist mir für den Anfang einfach mal auch zu viel. Und ich wäre auch enttäuscht, wenn ich jetzt sage, wir gehen zu 20 und dann kommen nur 3. Wenn ich sage, wir gehen zu 9 und dann kommen nur 3, dann ist immerhin ein Drittel anwesend. Also, ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass das Ganze nicht stattfindet. Die Tour findet mit 100%iger Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall statt, von meiner Seite aus. Und wenn wir zu 2 sind, dann gehen wir trotzdem. Und wenn ich alleine gehe, dann gehe ich alleine. Und dann kriegt ihr dann ein Video, wo ich die ganze Zeit am Flennen bin. Es wäre so schön gewesen, wenn ihr mitgekommen wärt. Aber mir ist selbstverständlich klar, dass der Termin ist fix. Es ist auch nicht besonders langfristig, sondern jetzt schon eigentlich durchaus ein bisschen kurzfristig das Ganze. Und ihr müsst natürlich nah genug dran wohnen an der Pfalz und ihr müsst da halt eben Zeit haben. Also ich habe schon Verständnis, wenn ihr mir dann jetzt entsprechend einen Kommentar schreibt. Oh, ich wäre so gerne mitgekommen, aber ich habe keine Zeit oder ist es zu weit weg oder irgendwie sowas. Also halt! Bevor ich Tschüss sage, muss ich noch was Wichtiges ergänzen. Ist mir gerade eingefallen, dass ich das vergessen habe. Nämlich, ich will das Ganze natürlich auch ein bisschen filmisch dokumentieren. Die meiste Zeit bin ich schon für diejenigen da, die da mitwollen. Aber ein bisschen was möchte ich zwischendurch auch auf die Kamera quatschen. Und ihr müsstet damit leben können, dass es passieren könnte, dass ihr dann gelegentlich mal kurz im Bild seid. Viel lieber ist es mir natürlich, wenn ihr auch mal irgendeinen Senf dazu gibt oder absichtlich ins Bild rennt und so tut, als ob ihr da seid. Und als ob euch das Spaß machen würde, wenn es dann der Fall ist. Aber davon bin ich eigentlich wirklich ziemlich überzeugt. Ich hatte noch nie eine schlechte Tour gehabt, so Gruppengedönse. Wirklich noch nie. Also, aber jetzt Schnitt und dann sage ich Tschüss. Anmeldung, das findet ihr aber unten auch nochmal. Klar, ihr könnt mir auch eine YouTube-Nachricht schicken. Ich versuche das dann so gut es geht irgendwie zu koordinieren, aber am liebsten wäre mir und am sichersten für euch, dass ihr dann auch mitdürft, ist eine E-Mail an meine immer noch stinknormale E-Mail-Adresse. Ich muss mir da mal irgendeine Mann-im-Wald-E-Mail-Adresse einrichten, aber egal. Jedenfalls da dann bitte eine normale, handelsübliche E-Mail hinschicken, die den Text enthält, dass ihr gerne mitwollt. Und möglich, wenn ihr wollt, also wenn ihr euch rechtzeitig anmeldet und dann halt eben entsprechend noch Plätze verfügbar sind, dann dürft ihr auch noch gerne irgendwie ein zweites mitbringen. Also wenn ihr irgendwie zu zweit seid, 2 gute Freunde oder Mann und Frau oder irgendwie sowas, gerne noch wen zweites
mitbringen, dann mir aber natürlich eben entsprechend schreiben, wenn ihr das so wollt. Plätze sind weg, sobald die Plätze weg sind. First come, first serve. Ich habe überlegt, wie ich das am blödesten mache, ob ich da irgendeine Ausschreibung mache und irgendeine tolle Quizfrage stelle, zum Beispiel, was ist das für ein Baum, wenn er mal groß wird? Weiß das übrigens zufällig jemand? Ist eigentlich ziemlich charakteristisch. Wie dem auch sei, jedenfalls, so ist der Plan. Wer zuerst schreibt, der zuerst mit darf. Und ich würde mich wirklich tierisch freuen, wenn wir die neuen Leute vollkriegen. Und was mich auch nochmal tierisch freuen würde, und das muss ich euch nochmal extra dazu sagen, wenn ihr keine Zeit habt, aber gerne mitkommen würdet, oder es sonstige Gründe gibt, weshalb ihr nicht mit könnt, aber gerne würdet, dann seid doch so lieb und lasst mir einen Kommentar da, dass ihr gerne würdet. Dann habe ich schon eine grobe Vorstellung davon, wie viel Interesse es eigentlich gäbe, mit mir in den Wäldern rumzuspringen von Seiten meiner Abonnenten. Oder ob ihr wirklich lieber nur den digitalen Kontakt aufrechterhalten wollt. Würde mich tierisch interessieren, wäre ich euch extrem dankbar und freue mich wirklich sehr auf die Tour und habe gleichzeitig sehr Angst, dass keiner mit will. Das habe ich ja am Anfang schon erwähnt. Ihr seht, ich stottere vor mich hin und blubbere vor mich hin und weiß nicht, was ich so ganz sagen soll. Und deshalb mache ich jetzt Schluss. Nochmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs regelmäßige Zuschauen. Und ich will ja keine Zweiklassengesellschaft aus meinen Abonnenten machen, aber ich bin schon denjenigen, die alles kommentieren, wirklich alles angucken, nochmal extra dankbar. Und vielleicht weiß der eine oder andere, wer gemeint ist. Ich habe da so ein paar wirklich richtig, richtig, richtig treue Zuschauer. Das ist großartig. Also das ist super. Und wenn jemand von euch mit will... naja, herzlichen Dank fürs Zuschauen, für das ganze Gelaber ertragen und wie gesagt, die Details findet ihr alles da unten und ich hoffe, dass das klappt. Das habe ich jetzt zum 97. Mal gesagt. Macht's gut. Hoffentlich bis bald im Wald.